Mein Name ist Pfarrer Georges Jahola. Ich bin ein syrisch-katholischer Priester aus Baghdada, Karakosch. Baghdada ist die größte christliche Stadt im Irak. Es gibt hier über 7000 Häuser. Nach mehr als 2 Jahren Besatzung durch den IS haben wir festgestellt, dass ein Drittel der Häuser verbrannt oder beschädigt war. So haben wir angefangen, die Häuser und die Infrastruktur wieder aufzubauen. Liebe Freunde von Kirche in Not, mein Name ist Florian Ripka. Ich bin seit Juli diesen Jahres Geschäftsführer des deutschen Zweiges der Päpstlichen Stiftung. Ich lade Sie heute ganz herzlich zu einem Tag der Solidarität mit verfolgten Christen nach Augsburg ein. Denn Christenverfolgung findet statt, jeden Tag, an vielen Orten der Welt. Sie haben eben gehört und gesehen, was Pfarrer Jahola aus dem Irak berichtet hat. Doch wir sehen wenig davon in den Medien. Es scheint die Gesellschaft in Deutschland wenig zu interessieren. Ich danke Ihnen, dass es bei Ihnen anders ist. Und aus diesem Grund bitte ich Sie, kommen Sie am 16. September 2018 um 15 Uhr nach Augsburg in das Haus St. Ulrich. Dort werden wir Gelegenheit haben, mit Pfarrer Jahola zu sprechen, ihm zuzuhören, wie die Lage im Irak ist. Unser Menschenrechtsexperte Bertolt Pelster wird ein umfassendes Referat halten über die Lage der Christenverfolgung weltweit. Und um 18 Uhr beten wir zusammen den Kreuzweg für die verfolgte Kirche im Dom zu Augsburg. Bitte kommen Sie vorbei. Ihre Teilnahme stärkt die verfolgten Christen und Pfarrer Jahola kann mit nach Hause nehmen: Die Menschen in Deutschland haben uns nicht vergessen. Vielen Dank.